mit ihr alle, die ihr über sie traurig wart. Freut euch und trinkt euch satt an der Quelle göttlicher Tröstung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wir übertragen auch über Livestream, deshalb auch die Begrüßung an die Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unser Diözesanadministrator Bertram Mayer hat mitgeteilt, dass er ab sofort Gottesdienst über Livestream anbietet. Am Sonntag jetzt genau zu dieser Zeit um 10 Uhr, werktags um 19 Uhr und dass er 21 Uhr den Rosenkranz mitbetet. Glauben Sie mir, die vergangene Woche war einer der härtesten, seit ich im Radio bin. Es musste einfach schlichtweg alles umgekrempelt, umgestellt werden. Sie können jetzt nicht bei Lebenshilfe eine Sendung anbieten, wie bekämpfe ich Fußpilz, wenn die Leute ganz andere Probleme haben. Und deshalb, weil jetzt so viel sich geändert hat, habe ich diesen Gottesdienst am Sonntagvormittag noch belassen. Aber das wird in Zukunft nicht so sein, denn ich möchte nicht einmal den Anschein erwecken, als ob ich in eine Konkurrenzierung zu meinem Bischof, meinem künftigen Bischof, treten möchte. Wenn die zuständigen Personen in Augsburg zustimmen werden, werden wir selbstverständlich den Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10 Uhr dann mit Diözesanadministrator Bertram Mayer übertragen. Das ist für mich gar keine Frage, aber heute haben Sie auch die Möglichkeit noch, jetzt den Gottesdienst hier bei uns mitzufeiern. Sie sehen es am Messgewand, das schaut jetzt nicht unbedingt nur mehr nach Violett, nach Buse aus. Es sind Elemente des Goldenen, aber auch Rosa ist enthalten, Vorfreude, Letare, auch wenn die Freude in diesen Tagen vielleicht sich in Grenzen hält und nicht so sich entfalten kann, wie es vielleicht sollte. Aber auf dem Weg nach Ostern haben wir jetzt schon mal eine beachtliche Wegstrecke zurückgelegt, das sagt Letare. Und wichtig ist es, dass wir auch in dieser schwierigen Situation uns die Freude und eine gewisse Gelöstheit und Gelassenheit nicht nehmen lassen. Das bricht sich auch in den Lesungen Bahn, wenngleich wir heute etwas sehr Ernstes hören, mit etwas sehr Ernstem konfrontiert werden, dem sogenannten Verstockungsauftrag. Ich werde versuchen, Ihnen das darzulegen.